herzlich willkommen zu den nigelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diese Ausgabe ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das mit diesen moderierten Filmbesprechungen funktioniert. Wir haben also bei den drei Filmen, um die es uns heute hier gehen wird, jeweils eine Kollegin oder einen Kollegen, die den Film jeweils gesichtet haben und dann dazu einen weiteren Kollegen mit ins Boot geholt, die Fragen stellen. Und daraus entspinnt sich dann so ein bisschen wie so ein Interview zu diesem Film. Ein Konzept, das sich wirklich bewährt hat und letztlich auch noch so ein bisschen unterhaltsamer und informativer ist, als es unsere Singlecasts sind. Wir beginnen mit dem Film Countdown. Ein Film, bei dem es wohl darum geht, dass man sich sagen lassen kann, wann man stirbt. Ja, das ist so alles, was ich zu diesem Horrorfilm weiß. Und ich bin sehr gespannt, ob dieser Film mehr hat als bloß dieses Gimmick und dann erzählt man sonst nichts Neues. Diesen Film hat sich für uns der Max in der Presseverführung angeschaut und der Stu hat ihm ein paar Fragen gestellt. Dann war es wieder der Stu, der sich diesmal den Pascal geschnappt hat und die beiden haben gesprochen über den Film Ein verborgenes Leben. Und Ein verborgenes Leben ist ein Film, den wollte Pascal unbedingt besprechen, denn er ist von Terrence Malick und der ist wohl total der Fan und so. Naja, keine Ahnung, ich glaube, der Regisseur macht sonst eher so abgedrehten Kram, ob Ein verborgenes Leben auch abgedreht geworden ist. Das müsst ihr schon selbst rauskriegen und dem Doppel, dem moderierten Gespräch von Stu und Pascal genauer folgen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Besprechung zum Dokumentarfilm Mystify, Michael Hutchence. Der war ja Sänger der Band In Excess, glaube ich, werden sie ausgesprochen. Und hier war es die liebe Sandra, die sich für uns den Pressescreener gegeben hat. Die kennt die Band, die war auch so ein bisschen Fan, soweit ich das weiß. Und dann hat sie zusammen mit dem Andi über diesen Film gesprochen. Andi ist Musiker durch und durch, nicht nur Comiczeichner, Filmsprecher und hast nicht gesehen. Der junge Mann ist eben auch noch Musiker, kennt sich also ein bisschen aus und hat eben auch mal reingehört, hat sich ein bisschen belesen und ihr ein paar Fragen gestellt zum Film Mystify. Und ja, das ist natürlich wieder so ein Ding, vor allem für Fans, glaube ich, da könnt ihr mal einen genaueren Blick riskieren. Wenn ihr die Band kennt, wenn ihr die Musik kennt, wisst ihr Bescheid. Ich persönlich würde mich total freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube-Upload könnt ihr das in den jeweiligen Kommentaren von den Beiträgen tun. Ihr könnt aber auch mal auf tele-stammtisch.de gehen. Dort gibt es unter anderem unseren Blog. Auch der hat eine Kommentarfunktion. Bitte hinterlasst uns Feedback. Wir lechzen danach. Wonach wir ebenfalls ein bisschen lechzen, sind Bewertungen auf Apple Podcast, auf Fit, auf podcast.de, auf Google, auf Facebook und bei vielen weiteren Plattformen kann man Bewertungen hinterlassen. Bitte bewertet den Telestammtisch, die Filmkritiken und gerne auch den allgemeinen Hobby-Podcast. Wir haben da mega Bock drauf, denn das hilft uns einfach in irgendwelchen Rankings aufzutauchen. Bewertungen tun gut. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Countdown. Der startet am 30. Januar in den deutschen Kinos. FSK ist 16 und er geht gerade mal 91 Minuten. Es ist das Regiedebüt von Justin Deck, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und zum Cast gehören unter anderem Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Anne Winters, Peter Fascinelli, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, und Charlie McDermott. Nicht dabei im Film bin ich. Hallo, ich bin der Stu. Ich habe da nicht nur mitgespielt, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber einer unserer treuen Recken ist heute in die Presseaufführung gegangen. Zur Information, wir nehmen das Ganze am 16. Januar auf. Und das ist der Maximilian. Grüß dich, Maximilian. Ja, grüß dich, Stu. Maximilian, du warst der Einzige, der sich getraut hat, in diesen Horrorfilm hineinzugehen. Ja. Bevor wir jetzt klären, ob das mutig oder dumm von dir war, worum geht es in dem Film eigentlich? Also es geht um die Hauptdarstellerin Quinn, die als Krankenschwester arbeitet und sich aus Jux und Dollerei mal so eine App runterlädt und diese App zeigt jemandem an, wann er stirbt. Und blöderweise wird bei ihr angezeigt, dass sie nur noch 2 Tage zu leben hat und am Anfang, naja, nimmt sie die ganze Sache nicht ernst und dann kommt es zu gespenstischen Vorfällen, wo sie dann irgendwelche Dämonen sieht und so weiter und so fort und wird dann immer, ja, gruseliger. Am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass sie von einem Dämon verfolgt wird und wie sie halt versucht, ihrem eigenen Tod zu entkommen. Okay. Ich habe mir vorab den deutschen Trailer und einen Filmspot angesehen und mich erinnert das Ganze an so Filme wie Blumhouse präsentiert Wahrheit oder Pflicht, Wish Upon oder eben auch Final Destination. Liege ich da ungefähr richtig? Also ich glaube, dass der Film gern Final Destination gewesen wäre oder zumindest irgendwie auf das gleiche Zielpublikum aus ist.
Wahrheit oder Pflicht, also von der Qualität her ist es eher wie die beschissenen Varianten von den ganzen Filmen. Also Wahrheit oder Pflicht und ja, genau. Ja. Genau. Okay. Ist denn da irgendwie was drin, wo du aber sagst, hey, das hat funktioniert? Also gab es vielleicht einzelne Momente, die wirklich gruselig waren oder zumindest kreativ? Oder ist das mehr so eine Art, ja, eingängige Horrorsoße, wie man sie gefühlt alle drei Wochen neu im Kino gucken kann? Also es ist schon unglaublich generisch. Also da hat der Drehbuchroboter praktisch das Drehbuch rausgeschossen und das wurde dann auch verfilmt. Ich habe kurzzeitig im Kino auch gedacht, mache ich mir jetzt heute mal einen Spaß und lege vorher eine Checkliste an, ob irgendwie die ganzen Sachen dann mit dabei sind. Und also ich wäre mir relativ sicher gewesen, dass ich diese Checkliste ganz gut abgehakt hätte, was so verschiedene Dinge angeht, wie, ja. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe folgende Theorie. Also, die Hauptdarstellerin lädt diese App runter und du hast ja schon gesagt, sie hat 2 Tage Zeit, sie nimmt es nicht ernst, so. Ja. Und dann lädt sich noch irgendwie ein Bekannter, Familienmitglied oder was weiß ich, ein Kollege diese App runter und dann steht da irgendwie so, ja, du hast noch 2 Stunden und auch die nimmt es nicht ernst und tada, dann stirbt derjenige. Dann denken alle, die sich die App runtergeladen haben, so, ach ja, das ist halt immer nur ein dummer Zufall und dann stirbt aber der Nächste. Und dann kommt die Heldin, Quinn heißt sie, glaube ich, dann auf den Trichter, hey, diese App ist irgendwas teuflisch-dämonisches, ja, und es gibt irgendwie einen Weg, diesen Fluch nächstes Mal abzuwenden. Und sie versuchen dann, diesen Fluch abzuwenden und dabei gehen noch so ein paar Leute drauf. Und zum Schluss überlebt irgendwie einer oder zwei und dann die letzte Szene ist aber, haha, ihr habt den Fluch doch nicht besiegt. Liege ich da ungefähr richtig? Also ganz grob würde ich sagen, ja, der Anfang ist ein bisschen verheißungsvoller, weil sie nämlich auf einen, also durch ihre Arbeit als Krankenschwester, trifft sie auf jemanden, der den Anschlag der App sozusagen überlebt hat, aber seine Freunde nicht. Und da geht es um jemanden, die Freundin hätte eigentlich bei einem Autounfall sterben sollen oder beziehungsweise seine Freundin hätte bei einem Autounfall sterben sollen, aber da er so betrunken war, ist sie ausgestiegen und zu Fuß heimgegangen und das hat dem Dämon überhaupt nicht gefallen, weswegen er sie auf der Badewannenkante zu Mus geschlagen hat. Und er, ja, so ist es leider, und er hat diesen Autounfall dann überlebt, sie wäre von einem Baumstamm durchbohrt worden. Aber die App hat auch angezeigt, dass er dann bei der Operation 2 Tage später auch stirbt. Und ja, so kommt sie dann auf diese App und auf den Trichter. Aber der Rest war korrekt. Ja, oh cool. Also nochmal hier, das war nur eine Theorie und das war jetzt auch nur der Anfang des Films, den wir gespoilert haben. Also jetzt bitte nicht aufregen. Ja. Klingt aber schon echt nicht besonders einfallsreich, wenn ich ehrlich bin. Also, wobei, was mich frage ist, also jetzt machen Dämonen schon Apps. Ja. Ich muss ja gestehen, ich finde das, also ich, da bin ich, also ich mag meine Dämonen ja eher klassisch. Ja, also dass sie mal vielleicht mein Kind irgendwie besessen machen oder so. Ich fand ja schon bei Ring das irgendwie ein bisschen komisch, dass ein Videoband dämonische Kräfte entwickelt oder verflucht das oder so. Und jetzt halt eben die Apps. Da frage ich mich immer, wie programmiert der Dämon das? Ja. Das ist nicht, weißt du, was das Gute ist? Die haben in der, also es kommt da mal eine Szene, ich spoiler jetzt hier ein bisschen, aber nichts Großartiges. Da kommt eine Szene vor, in der wird die App gehackt von einem, ja, Telekom-Mitarbeiter und der Code ist halt in Latein. Oh Gott, ist der Film scheiße, echt, du sagst. Wobei, eine Frage stellt sich mir dann. Ja. Der Dämon, also diese App, gibt es die nur für iOS und Android oder gibt es die auch für Mac? Ich weiß, also, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die hatten alle Android-Phones. Also, okay. Und die App hatte eine Rating von 3,6. Also, da waren anscheinend Leute nicht damit zufrieden, dass sie angezeigt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich reklamiere diese App. Ja, ich stelle mir gerade vor, weißt du, wie dieser Dämon sich halt einen
seiner App-Jünger da holt und umbringt. Und der Typ liegt da röchelnd auf dem Boden und mit dem letzten Atemzug so, naja, eigentlich hat die App das gehalten, was sie gesagt hat. Also 4 Sterne gebe ich dir. Ja, oder wie diese Dämonen damals, als Steve Jobs gestorben ist, sich drum gestritten haben, in welchem Bereich das er wechseln muss. Ich sag's dir ohne Witz, ganz ehrlich. Aber Frage, funktioniert die App denn auch, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist? Die App hat 60 GB Speicher. Das sind alle Namen sind da drin, die auf diesem Planeten leben. Das ist mit Abstand echt, also das Lustige wäre ja, wenn sich der Film nicht so ernst nehmen würde, du hättest echt was Gutes draus machen können mit der Prämisse, aber der Film nimmt sich halt leider ernst. Ich hab Kopfweh. Also der nimmt sich wirklich komplett ernst. Also nicht mal so ein bisschen, dass man so hier und da vielleicht mal so ein paar humoristische Schlenker macht. Ja, doch, du hast natürlich die zwei obligatorischen Idioten. Also den Telekom-Mann, der hat immer den lockeren Spruch auf der Lippe. Und dann hast du noch einen, keine Ahnung, Snoop Dogg hörenden Pater, Priester, der ein total manischer Dämonologe sein will. Und der hilft ihnen dann natürlich dann auch diese App zu besiegen, ne? Okay. So ist es dann. Dann stehen sie hier und versuchen halt, den Dämon auszutreiben mit verschiedensten Mitteln. Und was man echt sagen kann, der Film wird einfach immer dümmer, von Minute zu Minute. Je mehr der Countdown nach unten geht, desto mehr sinkt das Niveau. Und also es sind ja jetzt nicht so bekannte Darsteller dabei. Also ich kenne diesen Peter Facinelli, der, glaube ich, bei dieser Serie, dessen Titel ich jetzt gerade vergessen habe, irgendwas bei der Krankenschwester mitgespielt hat. Und als ist der Vater von Edward in den Twilight-Filmen. Das, okay, warte mal. Ich muss mal bloß kurz gucken. Ja. Peter Facinelli spielt Dr. Sullivan. Ach, ja genau, wir haben da noch einen Vergewaltiger mit dabei. Das ist der Dr. Sullivan. Ah, okay. Der touchy Doktor. Okay, ist es denn, also ich glaube nicht, dass der Film jetzt den Darstellern viel zum Spielen gibt, aber waren die denn zumindest in Ordnung oder war das auch so ein Schwachpunkt des Films? Ja gut, also du weißt es, es ist schwer zu beurteilen. Keine Ahnung, ob die am Set standen und sich drüber aufgeregt haben, dass sie die ganze Zeit nur rumschreien und winseln und jammern mussten. Im Prinzip hast du halt genau diese Figuren, die die Klischees auch brauchen und genau so spielen sie dann auch. Also ich weiß gar nicht, ob da irgendwie überhaupt drauf Wert gelegt wurde, dass da vernünftig gespielt wird. Okay. Punkt. Also. Ich muss ja sagen, was mich total überrascht hat, der Film heißt ja Countdown, der lief, glaube ich, jetzt letztes Jahr schon in den USA mit mäßigem Erfolg. Mhm. Und was mich wirklich überrascht, ist, dass der meines Wissens zumindest keinen deutschen Beititel bekommen hat. Oh, doch. Da steht doch. Countdown, ja? Sterben, Fragezeichen. Da gibt es eine App für, Ausrufezeichen. Okay, ich nehme alles zurück. Also ist hier im Presseheft. Ja, und im Presseheft wird aber auch angekündigt, dass man jetzt Horror mit Anspruch bekommt. Mhm, also zumindest das Presseheft zeigt also Humor. Ja, das Presseheft ist sehr humorvoll, muss ich sagen. Wir tun echt auch, ganz ehrlich, die Leute streckenweise leid, die uns dann aus der Pressevorführung dann interviewen müssen. Und ich habe heute meine ganzen Kollegen gesehen, das ist ein einziges Kopfschütteln gewesen. Also das Jahr beginnt schon mal sehr verheißungsvoll. Da gibt es jemanden vom Thron zu stoßen. Okay. Ja, wobei, hier der neue The Grudge soll ja auch nicht so toll sein, aber ja. Wir haben ihn beide nicht gesehen, oder? Also ich glaube, dass The Grudge einen kleinen Vorteil hat. Ja. Und zwar dürfte der ein bisschen besser aussehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Countdown irgendwie billig aussah. Vielleicht ist das auch der Punkt, den ich dem Film gebe. Das ist, dass er halbwegs, also dass er alle Standards zumindest erfüllt, die ein Film haben sollte. Sprich Bilder. Und Entschuldigung, aber
Das ist ein Lob, was garantiert eines Tages hinten auf dem DVD-Cover zu lesen ist. Dieser Film hat Bilder. Und nee, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas. Du musst das Ende sehen. Ich will da gar nicht zu viel erzählen, aber um was ging es jetzt gerade? Um Bilder. Um Bilder, ja. Nee, er ist ganz ordentlich gefilmt und auch der, keine Ahnung, der Oberdämon Otslav oder wie er hieß, keine Ahnung, der sieht auch ganz gruselig aus, muss man zugeben. Aber ansonsten, Hat er denn wenigstens einen Instagram-Account, dieser Dämon? Weiß nicht, keine Ahnung. Muss mal adden. Ich meine, er holt sich seine Opfer via App, also der muss doch irgendwie mit dem Internet verbunden sein oder irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass der auch Ding. Wir könnten ja mal schauen, ob es da irgendjemanden gibt. Der hieß irgendwie Otz irgendwas. Okay. Otzi Otzbo. Keine Ahnung. Und den gibt's auch schon länger. Okay, also war das schon bei StudiVZ? Hatte Pater. Müsste sein. Ah, fuck, echt. Also eigentlich sah der auch nicht wirklich gruselig oder gut aus. Das sah halt aus wie eine Vogelscheuche mit Nasenbluten. Vielleicht war das ein normaler Mensch, nur halt eben, wenn er halt die ganze Zeit im Keller sitzt und an deine App rumprogrammierst, dann. Das ist halt eh auch das Beste, weil ja viele Sachen dann irgendwie in diesem Krankenhaus stattfinden und die haben da, also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Abteilung gibt, aber die haben da mehr oder weniger frei zugänglich, gehst du durch so eine Tür in diesem Krankenhaus, Restricted Area, und dann bist du in so einem asbestverseuchten Hinterhof, keine Ahnung, und da findet dann auch das große Highlight, also beziehungsweise der große Showdown am Ende statt, und ist halt alles wirklich so hergerichtet, dass du in den ersten 5 Minuten betrittst und du weißt ganz genau, es wird so enden und es wird sicherlich auch einen zweiten Teil von diesem Film geben. Zumindest wird darauf hingearbeitet. Ja, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, es wirkt so, als wäre alles gut und dann gibt es irgendwie vorm Abspann oder während des Abspanns noch irgendeine Szene, wo einer der Überlebenden dann irgendwie feststellt, fuck, wir haben irgendwas vergessen oder wir haben den Fluch doch nicht gebrochen. Es ist viel einfacher. Es ist sehr viel einfacher. Die Heldin schaut aufs Handy. Warte, Spoilerwarnung. Also die Heldin überlebt, schaut aufs Handy. Und dann steht da auf einmal Benachrichtigung, Countdown Update, Countdown Version 2.0 ist jetzt verfügbar. Hey, echt, ohne Witz, dann gibt's es gibt übrigens auch eine Familiengeschichte, die sehr tragisch endet, beziehungsweise die Hauptdarstellerin hat natürlich eine sehr tragische Familiengeschichte, die verarbeitet werden muss mit ihrer Mutter, die dich wahrscheinlich nicht interessiert hat, oder? Nee, die Mutter ist irgendwie bei einem Autounfall gestorben, weil sie auf dem Weg zu Quinn war, weil Quinn irgendwie abends zu lang weg war. Und dann gibt es dann noch so einen Mitstreiter, der hat auch eine ganz tragische Familiengeschichte. Der hat seinem damals erkrankten kleinen Bruder ein Spielzeugdinosaurier geklaut. Oh. Ja. Der verdient den Tod. Der stirbt dann auch. Gott sei Dank. Der wird dann von seinem eigenen Bruder getötet. Mit einem Spielzeugdinosaurier. Aber ich sag mal so, die Fortsetzung hätte ja dann Potenzial. Ich meine, dann kommt dann dieser Dämon zurück und macht dann nicht so eine App wie Countdown jetzt, sondern einfach sowas wie Tinder oder so. Ja. Weißt du, swipest du nach rechts, stirbst du oder so. Gibt es ja irgendwie vielleicht schon andere Filme, mit denen man das dann zusammenmixen könnte? Ja, garantiert. Also, wie gesagt, dieses Wahrheit oder Pflicht. Ja, es geht schon. Blumhaus vor ein, zwei Jahren, der war ja auch schon echt eine ziemliche Gurke. Dann gab es auch, glaube ich, mal so Horrorfilme mit Apps. Es gab sogar mal einen Horrorfilm, der wurde mit einer App irgendwie rausgebracht. Das heißt, wenn du den Film geguckt hast, musstest du da dann so eine App starten oder irgendwie sowas. Ich glaube, der hieß auch einfach nur App. Ich weiß aber gar nicht. Das ist auch sehr kreativ. Ja. Also, seien wir ehrlich, Countdown ist jetzt auch nicht gerade der Titel des Jahres. Nee. Wobei eine Frage, ja, eine Frage zum Schluss. Läuft dann wenigstens Final Countdown? Ja, ich würde es mir manchmal wünschen, also dass beim Showdown am Ende, wenn sie gegen den Dämonen kämpfen, dass dann meinetwegen der Final Countdown laufen würde. Nee,
Musik ist zwar scheiße, aber sie haben es nicht so konsequent, also sie hatten nicht die, in Anführungsstrichen, Eier dafür, das dann so durchzuziehen. Okay. Tja, ich habe irgendwie das Gefühl, damit sind wir am Ende. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges? Ich muss mal kurz auf meine App schauen. Wie viele Tage hast du noch? Wir haben jetzt noch 30 Sekunden. Oh, tja. Dann, ja, dann wird das der erste Snuffcast. Müssen wir die durchziehen. Nee, ich vergebe jetzt einfach mal meinen obligatorischen Punkt. Und die Begründung liegt auf der Hand. Ja. Ich bin lebend rausgekommen. Dafür danke ich diesem Film. Und ansonsten würde ich keine Empfehlung geben. Okay. Tja, das ist, ich bin ehrlich, nicht überraschend. Ich dachte mir sowas, als ich jetzt den Trailer mir angeguckt habe, das sah halt, wie du schon sagst, das sah halt total generisch aus. Und ja. Ich glaube, es ist auch so ein Film, jetzt innerhalb von den nächsten 3-4 Monaten kommt wahrscheinlich ein ähnlicher wieder ein Horrorfilm, der genauso generisch ist, und dann hast du den wieder vergessen. Ja, vielleicht mache ich mir das zur Aufgabe dieses Jahr. Dass ich sage, 2020 ist mein Jahr, wo mein Gehirn wirklich komplett vollstopft mit solchen Sachen. Und dann okay. Viel Spaß dabei. War nett, dich kennengelernt zu ja, haben. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir diese App. Ja. Und löschen sie von der Festplatte. Ja, was übrigens nicht so einfach geht. Okay. Gut. Wobei, eine Frage noch. Bitte. Wenn man sich die App runterlädt, muss man dann auch anklicken, dass man mit den User-Vereinbarungen einverstanden ist? Jetzt wird es ein bisschen, das ist sogar ein Kern. Was? Ein Kernding des Konzepts. Denn in den User-Vereinbarungen steht drin, dass irgendjemand kommt und dich verflucht und dir dann, dass du, keine Ahnung, dem Schicksal nicht davonlaufen kannst. Da geht es dann immer um Schicksal und Schicksal. Aber vielleicht, vielleicht steckt hinter Countdown ja nicht nur ein generischer Horrorfilm, sondern auch eine ganz klare Botschaft, die uns sagt, Leute, achtet mehr auf die AGBs. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir hier nochmal eine Minute, hängen wir hinten dran. Laut Presseheft. Horror mit Anspruch. Im Countdown wird der Wunsch, unseren Todestag zu erfahren, mit der Mobiltelefon-Obsession verknüpft. Dies bildet die Basis für einen hochkarätigen Horrorfilm, der nebenbei unsere Kultur reflektiert. Wir alle haben diese Beziehung zu unseren Telefonen in einem Maße, dass wir mit diesen verbundener sind als mit unseren eigenen Familien. Es erschien mir reizvoll, diese beiden Ideen zu kombinieren. Eine todsichere Formel für einen Gruselfilm mit einer weiteren Bedeutungsebene. Also wenn das nicht tiefsinnig ist, weiß ich nicht. Aber über die Nutzungsbestimmungen muss ich auch kurz was sagen. Damit versuchen sie wenigstens der Welt was Gutes zu tun, denn sie stiften irgend so einen Alt-Nazi an, dass er die App runterlädt, weil die Nutzungsbedingungen können nachträglich nicht mehr gelesen werden. Deswegen stiften sie jemanden an. Ja, gut, dann sind wir noch ein bisschen schlauer als gerade eben. Und ja, jetzt machen wir wirklich den Deckel drauf. Ja. Ich finde, über 20 Minuten für so einen Film, das ist echt genug, oder? Ja, ich schneide den zu Tode. Ja, das finde ich, das freut mich. Gut, Maximilian, ich danke für deine Zeit und deine Courage, in diesen Film zu gehen. Danke, danke, danke. Ich danke dir für deine Zeit und deine Courage, mich dazu zu befragen. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Ja. Und wir sehen uns im App Store. Ja, bis denn. Bis dann, ciao. Ciao. Hallo, willkommen am Telestammtisch zur Besprechung des Films Ein verborgenes Leben, dem neuen Film von Terrence Malick. Ich bin das Du und ich kann euch schon mal sagen, der Film startet am 30. Januar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 173 Minuten, eine FSK-12-Freigabe und zu den Darstellern gehören August Diehl, Valerie Pachner, Bruno Ganz, Matthias Schönartz, Franz Rogowski und nicht Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, du hast im Film nicht mitgespielt, aber quasi als Ausgleich hast du den Film nämlich gesehen. Ja, das stimmt. Ja, was jetzt blöd ist, weil ich habe ihn nicht gesehen, aber ich spiele auch nicht mit, was auch ein bisschen blöd, aber gut, das gehört hier nicht hin. Ja. Okay. Ich sag mal, worum es geht, ne? Oder so, ja. Also, Ein verborgenes Leben basiert auf der wahren Geschichte des Bauern Franz Jägerstätter, der in der Nähe von Salzburg in einem kleinen Bergdorf namens St. Radegund lebt
Und obwohl er weit abgeschieden von der Zivilisation lebt, kommt auch irgendwann der Schrecken des Dritten Reichs bei den Bauern an. Und ja, Franz Jägerstätter ist kein Fan von Hitler und sagt zwar, okay, er lässt sich einziehen, aber er lehnt den Dienst an der Waffe ab und möchte stattdessen lieber im Lazarett arbeiten. Damit können die Nazis noch so, na, okay, aber Franz Jägerstätter möchte nicht auf Hitler schwören, also keinen Eid auf Hitler schwören und wird deswegen 1943 ja, inhaftiert und später auch hingerichtet, während seine Frau zu Hause bleibt in St. Radegund und mit der Ablehnung der Dorfbevölkerung, die sich alle dem Dritten Reich angeschlossen haben, zu kämpfen hat. Also ein Mann, der in den Krieg zieht, aber keine Waffe abfeuern will, erinnert mich jetzt erstmal so grob an Hacksaw Ridge. Ich nehme aber mal ganz stark an, dass Terrence Malick jetzt keinen zweiten Hacksaw Ridge gedreht hat. Ja, ne? Weil Franz Jägerstätter nicht mal in den Krieg zieht. Er macht zwar eine Ausbildung an der Waffe, aber lehnt das dann auch ganz schnell wieder ab und kehrt dann zurück auf seine Alm, weil es damals so war, dass die Bauern noch eine Sonderregelung hatten, weil Bauern natürlich benötigt wurden, weil sie den Soldaten Essen geliefert haben. 1943, als ja, es dann langsam ein bisschen kritischer wurde für unseren Adi, sollte Franz eingezogen werden, aber hat sich halt verweigert und wurde dann ins Gefängnis gesteckt und da später dann auch hingerichtet. Ja. Was den Film ja für vor allem cinephile Personen sehr interessant macht, ist natürlich der Name Terrence Malick. Mhm. Der hat ja seine Karriere mit Badlands gestartet, Anfang der 70er, und hat dann Ende der 70er gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt mal 20 Jahre Pause. Dann ist er halt Ende der 90er mit der Schmale Grat zurückgekehrt. Mhm. Und seit 2011 dreht der Mann ja irgendwie im Zweijahrestakt neue Filme. Ja. Und das sind ja Filme, die, sagen wir es ist, eher speziell sind. Mhm. Ja, also es ist jetzt, würde ich sagen, nicht fürs Mainstream-Publikum. Jetzt hat Ein verborgenes Leben aber ja sogar ein Drehbuch von Terrence Malick selbst geschrieben. Das ist eine Eigenschaft, die die letzten Terrence Malick-Filme nicht Malick's hat. Malick's Terrix? Malick's Terrix. Ich nenne ihn einfach Terry. Ich nenne ihn Terry, ja genau, ich nenne ihn Terry. Terry. Ja? Ja. Was ich damit fragen will, ist Ein verborgenes Leben narrativer als seine letzten Filme wie Song to Song und Nights of Cups? Ja, definitiv. Der ist narrativer und er hat dann auch ganz klare Stationen, die er chronologisch abarbeiten muss. Es ist aber immer noch ein Terry-Film. Das bedeutet, dass wir hier nicht eine Biografie à la Steven Spielberg bekommen. Wie man sich das jetzt vorstellen könnte, so eine klassische Hollywood-Biografie. Es ist dann eben, wenn man sich vielleicht so Filme wie Der schmale Grat oder The New World angesehen hat und natürlich auch Tree of Life, dann merkt man schon, dass die Filme deutlich spiritueller sind als klassische Hollywood-Filme. Und das ist in diesem Fall auch wieder so. Würdest du sagen, aber vielleicht, dass Ein verborgenes Leben vielleicht so als Einsteigerfilm noch ganz gut funktioniert? Oder ist das eher was für trotzdem Malick-erfahrene Zuschauer? Ich würde sagen, es ist eher was für Malick-erfahrene Zuschauer, aber es ist auf jeden Fall leichter, sich mit Malick vertraut zu machen, als wenn man sich irgendwie To the Wonder, Night of Cups oder Song to Song anschaut, weil du hier immer wenigstens noch diese klare narrative Struktur hast, die im Gegensatz zu den drei Vorgängerfilmen ja fast schon streng wirkt. Ja. Es ist ja, glaube ich, seit langem auch wieder ein Film, wo er nicht auf seinen Stammkameramann Emanuel Lubezki zurückgreift. Genau. Der ja dieses Spirituelle immer wunderbar eingefangen hat. Also ich persönlich bin kein Freund von The Tree of Life zum Beispiel, aber der Film sieht halt Bombe aus, da kann man halt nichts gegen sagen. Ja. Wie ist denn jetzt mit Ein verborgenes Leben? Da hat es ein gewisser Jörg Wittmer übernommen, die Kamera zu führen. Und die Bilder sind natürlich absolut majestätisch. So wie man es von einem Malick-Film eigentlich auch erwartet. Also es ist natürlich nicht mehr dieses Freidrehende, was Lubezki immer hatte. Aber ich finde, das passt dann auch eher dazu, dass es jetzt halt auch wieder ein Drehbuch gibt und Terrence Malick dann nicht so dem Kameramann die freie Hand geben konnte. Also die Bilder stehen nicht für sich, sagen wir es so. Also bei To the Wonder und Night of Cups und so, da war es ja schon so, dass die Kamera da ja teilweise fast schon selbstzweckartig herumge
kurbelt ist. Das ist jetzt nicht mehr so, aber es ist trotzdem immer noch ein wahnsinnig schön fotografierter Film, der auch durchaus bei den Oscars hätte Beachtung finden dürfen. Mhm. Hm, sehe ich da eine kleine Kritik am Hollywood-System? Ihr habt jetzt zuerst gehört, Telestammtisch. Ja. Apropos Hollywood, Terrence Malick oder Terry, wie wir ihn nennen, ist ja auch bekannt dafür, dass er irgendwie alle Hollywood-Stars rankarren kann, wenn er will. Jetzt hat er bei Ein verborgenes Leben darauf aber eher verzichtet. Also es gibt natürlich bekannte Gesichter. Die Hauptrolle spielt August Diehl, den wir auch schon ein paar Hollywood-Produktionen gesehen haben, wie Inglourious Basterds oder Salt. Aber auch ganz viele, ich nenne es mal einheimische Darsteller. Mhm. Wie machen die sich so? Also erstmal fand ich es schön, dass er da wirklich so die Authentizität wahrt und größtenteils auf deutschsprachige Schauspieler setzt. Weil wir haben da wirklich Leute wie Bruno Ganz, klar ist ein Schweizer, aber trotzdem deutschsprachig, Jürgen Prochnow, Alexander Fehling, Franz Rogowski, Tobias Moretti. Und die machen sich alle sehr gut, vor allem August Diehl in der Hauptrolle. August Diehl ist eh super. Das wissen wir aller spätestens seit Inglourious Basterds, wie du eben schon erwähnt hast. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist der Sprachenwechsel. Also der Film ist sowohl in Deutsch als auch in englischer Sprache. Und es ist wohl so, dass alles Handlungsrelevante für den Film in englischer Sprache gesagt wird und alles Nebensächliche in deutscher Sprache. Und das hat bei mir so eine seltsame Diskrepanz irgendwie ausgelöst, wo ich mir dachte, ah, Terry, Mensch, hättest du auch komplett in Deutsch machen können, eigentlich, oder? Klar ist nicht deine Muttersprache, verstehst kein Wort, aber oder halt komplett in Englisch, weil so ist es immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn da irgendwie August Diehl erst von Potatoes spricht und dann im nächsten Satz, die sind aber lecker, sagt. Also, das ist so, ja, das hat mich so ein bisschen gestört, aber naja, ist halt so. Gab es sonst noch was sich gestört hat? Naja, ich kann ja einfach sagen, ich habe jeden Terrence Malick Film gesehen. Ich habe die schlimmen Stunden und die schönen Stunden durchstanden. Womit ich ein bisschen Probleme habe, ist, dass Ein verborgenes Leben zwischendurch zu sehr auf der Stelle steht. Der geht 173 Minuten und wenn man ehrlich ist, könnte man da mindestens eine halbe Stunde rauskürzen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass Terrence Malick ja zu sehr versucht, diese moralische Standhaftigkeit vom Hauptdarsteller wirklich zum Ausdruck zu bringen oder zu zeigen, gegen welche Hindernisse der da eigentlich ankämpft und was ihm hilft, da so durchzuziehen. Mir war das ein bisschen zu viel, vor allem bei einer Laufzeit von 173 Minuten fand ich das ein bisschen, ja, hat sich schon wiederholt, aber minimale Kritik. Okay, und was hat dich vollends begeistert? Ich fand erstmal die Bilder super, ich fand die Darsteller super und vollends begeistert hat mich auch diese Geschichte über jemanden, der sich gegen ein System wehrt, ist natürlich eine ganz klassische Geschichte, ein Mann gegen das System, aber dass Terrence Malick das wirklich ohne wertenden Blick und auch ohne überzeichnendes Pathos zeigt. Also du hast da wirklich so einen August Diehl, der absolut passiv rebelliert. Und das fand ich sehr angenehm, muss ich sagen, dass da nicht auf großes Tamtam gesetzt wird. Auch diese Hinrichtungsszene, ist natürlich kein Spoiler, ist eine wahre Geschichte, und diese Hinrichtungsszene von ihm, die ist sowas von nüchtern und boah, die, also Wahnsinn. Hat mir sehr gut gefallen, wie er das ja dann doch in Anführungsstrichen bescheiden hält, auch wenn er natürlich auf der Tonspur dann diese klassischen sakralen Chöre dann wieder hat und ja, es dann auch irgendwie immer darum geht, das Weltliche mit dem Überweltlichen in Verbindung zu bringen, wie man es inzwischen von Malick halt kennt. Aber das war, fand ich schon sehr schön. Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du Malicks Experte bist, nenne ich dir jetzt einfach mal. Ja. Hattest du das Gefühl, dass Ein verborgenes Leben so ein Schritt in die richtige Richtung ist? Weil er ja schon, wie man jetzt rausgehört hat, jetzt davor so ein bisschen ja in seiner eigenen Welt, nenne ich es mal, stagniert ist. Ja, für mich ist es das. Also für mich war das der nötige Schritt, auch mal wieder eine klar strukturierte Geschichte zu erzählen, damit er sich auch mal wieder ein bisschen, vielleicht mal wieder ein bisschen den Kopf freikriegt von diesen bedeutungsbesoffenen Ego-Shows, die er da zuletzt abgezogen hat. Ich fand, das war ein nötiger Schritt und ich fand, den hat er sehr gut gemacht.
Okay. Wird also Terrence Malick demnächst Fast and Furious 10 inszenieren? Das wäre schön. Da freue ich mich drauf, wenn Vin Diesel mit 300 km/h über den Mond fährt und dazu sakrale Chöre singen. Ach, wunderbar. Hast du noch irgendwas zum Film, was du loswerden möchtest? Gerne anschauen. Okay, dann darfst du jetzt deinen Fazitpreis geben. Du kannst geben 0 bis 5 sakrale Chöre vor Alpenpanorama. Okay, da ich Tree of Life, seine Frühwerke, Der schmale Grat und New World besser fand, würde ich 3,5 von 5 sakralen Chören vor Alpenpanorama geben. Und ich würde sagen, für Malick-Fans auf jeden Fall geeignet, für Malick-Neulinge auch geeignet, da er ja wieder versucht, wirklich eine chronologische Geschichte zu erzählen und die auch teilweise sehr ergreifend ist. Tolle Bilder, tolle Schauspieler, tolles Thema und von mir eine Empfehlung. Alles klar. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch. Ich danke mir auch. Ich danke euch allen. Ja. Und verabschiede mich mit Tschüss. Ja, ciao. Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörer vom Telestammtisch, zu einer neuen Besprechung hier bei den Filmkritiken. Und zwar geht es diesmal um eine Dokumentation, die ich leider nicht gesehen habe. Deswegen habe ich einen tollen Gast in der Leitung. Hallo Sandra. Hallo Andi. Hi. Genau, ich habe den Film nicht gesehen und ich muss zu meiner Schande gestehen, es geht um eine Band und diese Band kenne ich auch gar nicht allzu sehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum die so an mir vorbeigegangen ist. Ich habe den Namen öfter gelesen und ich habe auch vorher mal bei einem Streaming-Anbieter, wollen wir hier keine Schleichwerbung machen, mal reingehört und ich habe schon einige Songs gehört, muss aber gleich noch zu meiner noch weiteren Schande gestehen, ich habe immer nicht wirklich gewusst, wie man diese Band überhaupt ausspricht. Nicht, sie heißt nicht Inx, sondern sie, man spricht sie In Excess aus, habe ich gelernt, durch den lieben Kollegen Max. Aber du kennst die Band und den Film, richtig? Richtig. Und In Excess ist ja auch ganz einfach. Es kommt halt von In Excess. Ja genau, die schreibt man nämlich ganz, eigentlich schon fast modern hier, Abkürzung In, also INXS. Eigentlich, ich stand einfach die letzten Jahre auf dem Schlauch, hab's nicht gecheckt. Der Film heißt aber übrigens Mystify Michael Hutchins. Den spricht man so aus, oder? Ist richtig, Hutchins? Ja. Michael Hutchins. Sehr gut. Kommt am 30. Januar in die deutschen Kinos und dauert 1 Stunde 48 Minuten und ist von Richard Lowenstein, keine Ahnung, kannte ich auch noch nicht, ist ein australischer Regisseur. Ja, das weiß ich auch nicht tatsächlich, wie der ausgesprochen wird. Lowenstein, ja, sagt mir nichts, aber du kannst uns jetzt gerne erzählen, worum es geht, was man da so erfährt und wie er dir gefallen hat. Ja, dann fange ich mal an und erzähl dir und all unseren HörerInnen mal was davon. Also Mystify, sagtest du, weißt du auch gar nicht so genau, wie man es ausspricht. Das heißt, du kennst wahrscheinlich den Song auch nicht, ne? Nee. Mystify. Okay, sing mal. Der ist, ich weiß den Rest vom Text leider nicht. Aber Mystify ist, also alle die 89, da kam der nämlich raus und war auch in den Top-Listen, Musik gehört haben, bewusst Musik gehört haben, sind da wahrscheinlich dran vorbeigekommen. Ja, da war ich 3, da habe ich noch nicht so viel Musik gehört. Ja, da war ich tatsächlich schon älter. Und du hast die damals aufmerksam verfolgt und die reingezogen In Excess. War das was für dich musikalisch so? Ja, nicht so ganz. Also ich habe eher, also 89 war ich 20. Mhm. Ja, okay. Sagen wir es doch einfach mal. Und die sind halt schon so etwas rockiger und so gewesen. Und also gewesen, weil die Band gibt es nicht mehr, weil Michael Hutchins lebt ja auch nicht mehr. Kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Und es ist halt eher so ein bisschen rockig und das war nicht so ganz mein Style. Ich habe eher Cure gehört oder ähnliches in den 80ern, wobei In Excess ja durchaus auch zu Wave und Postpunk gehört. Ja schon, ist jetzt nicht so die AC/DC, ein bisschen, ne? AC/DC-Rock, sondern schon eher, wie du sagst, so ein bisschen mit elektronischen Klängen und so ein bisschen dabei. Gell? Mhm. Sind ja auch aus Australien, habe ich gelesen, gell? Genau. Weil ich jetzt gerade AC/DC genannt habe. Richtig. Ja, und es dreht sich, wenn man den Titel sich so anschaut, hauptsächlich um den Frontmann, nicht wahr? Michael Hutchins.
Ja, Michael Hutchins, also Frontmann heißt also Sänger, ne, von INXS. Es ist eine Dokumentation über ihn und sein Leben als Sänger, Künstler, schaffender Mensch. Weil, ja, es ist sehr eindringlich. Also wo fange ich denn an? Also diese ganze Dokumentation lebt davon, dass da es gibt nicht wirklich einen Erzähler. Und es wird auch nicht irgendwie was nachträglich, wurde nicht nachträglich gedreht oder so, sondern es sind alles Originalaufnahmen, Originalinterviews. Und es wurden die Personen, die halt noch was über ihn erzählen können, also seine diversen Freundinnen, so sie denn noch leben. Und auch andere Personen, also Musikerkollegen, Kolleginnen etc. befragt. Und die haben dann so als Audiokommentar oft drunter gelegen. Und es wird dann immer so eingeblendet. Das ist total schön, ja, weil man immer weiß, wer spricht hier gerade. Und es wird halt nichts künstlich irgendwie hergestellt, was vielleicht nie so war in seinem Leben. Mhm. Erfährt man dann so sein komplettes Leben? Also geht mit der Kindheit los oder fokussiert sich das schon eher so auf die Bandgeschichte und sein musikalisches Schaffen? Also es nicht nur auf die Bandgeschichte, weil INXS haben sich ja auch nach einer Zeit getrennt und dann ist er erstmal auf Solo-Pfaden unterwegs gewesen. Aber es geht, und es geht auch nicht so linear los, dass es mit seiner Kindheit losgeht und dann läuft es so weiter, sondern wir steigen voll ein, also wo es dann, wo seine Erfolge, also nicht nur seine, sondern INXS Erfolge doch sehr groß waren, also 80er, Ende 80er, Anfang 90er. Oder Mitte 80er ging das ja, es ging sogar schon früher los, aber da war noch nicht so der Durchbruch. Und ja, es ist, also sagen wir, es ist eine sehr tragische Geschichte. Michael Hutchins, ich nehme das mal vorweg, es ist kein Spoiler, hat Suizid begangen. Er hat sich im Hotelzimmer aufgehängt. Oha. Richtig, mit 37, also nicht im klassischen Alter 27, wie man das so oft so kennt. Sondern mit 37. Und der Film erzählt seine Geschichte. Also er steht ganz klar im Fokus, obwohl es auch immer Live-Aufnahmen gibt mit seiner Band etc. Ja. Und geht dann in Rückblenden auch auf seine Kindheit aber ein. Okay. Zum Beispiel. Wie war das? Ist das dann so ein bisschen so eine Doku auch darüber? Jetzt gibt es ja auch verschiedene Musikdokus. Ist der jetzt dann so am Erfolg zerbrochen oder wie kam es dazu? Ist das irgendwie, weil du gesagt hast, das ist ja tragisch und so, also was waren da die Hintergründe, wenn man das jetzt kurz noch ein bisschen, oder wenn man das vorwegnehmen kann, ich meine, es ist ja eine Doku, das kann man nicht spoilern so richtig. Kann man nicht wirklich spoilern, ne? Ist eine Dokumentation, ja. Ist aber trotzdem total kurzweilig und niemals langweilig. Also der Fokus liegt ja auf ihm und ich habe nicht gewusst, dass er so ein zerbrechlicher Charakter eigentlich ist. Also er war halt immer so der Sunny Boy, auch die Frauen haben ihn geliebt und so, sie haben gekreischt. Das ist mir übrigens damals gar nicht so aufgefallen, keine Ahnung, warum ich das nicht gemerkt habe. Mein Fokus war wahrscheinlich woanders. Und er war immer sehr unsicher. Er ist also durch diesen Charakter, den er sowieso schon so in sich getragen hat, war es eigentlich klar, dass er zerbricht, wenn dieser große Erfolg auf ihn trifft. Ja. In Rückblenden lernt man seine Kindheit ja auch kennen. Und seine Mutter hat sich von seinem Vater getrennt und ist in die USA gegangen. Da war er, glaube ich, oh, ich weiß jetzt nicht genau, 10 oder so. Und sein Bruder ist halt in Australien geblieben. Der ist später auch böse abgestürzt. Er lebt allerdings noch. Red heißt der Bruder. Und das hat ihn schon, hat den Sohn halt auch, also den Michael schon schwer getroffen, glaube ich. Und es war halt immer eine sehr sensible Seele. Und das Musikgeschäft ist jetzt nicht so sensibel, glaube ich, zu den Menschen, die da so unterwegs ist. Ja, hat man schon öfter gehört, hier dann vielleicht noch Alkohol, Drogen, Depression und was da alles immer so passiert. Gell? Naja. Du hast ja schon gesagt, das ist nie langweilig. Also ich glaube, was habe ich gesagt? 1 Stunde 40 Minuten, das ist ja nicht gerade kurz, aber Interviews hast du gesagt, Live-Aufnahmen, also macht das trotz der tragischen Geschichte natürlich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Spaß, sich das anzuschauen. Ja, ja, von Spaß kann man jetzt schwer reden. Ich habe mir so eine
Grafik aufgemalt, weißt du, so eine Grafik, also XY-Achse, und habe ich irgendwie sein Leben eingezeichnet, ne? Mhm. Weil das kam mir irgendwie so, das müsste ich jetzt mal machen. Da ging es so von unten so ganz, ganz, ganz steil nach oben, innerhalb ganz kurzer Zeit. Mhm. Und dann ging es langsam nach unten und dann kam es außerdem leider noch zu einem Unfall, Überfall. 92 war das, wo er ein Schädelhirntrauma erlitten hat. Und seit dem Zeitpunkt hat er irgendwie seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Und da ging es halt total bergab. Mhm. Also es waren dann 5 Jahre, bis er Suizid begangen hat. Ne? War dann nicht mehr so lange. Also von Spaß kann man da schwer reden, aber es ist halt sehr eindringlich. Und ehrlich gesagt, der Film hat mich dann noch so ein paar Tage verfolgt, nachdem ich den gesehen habe. Okay, das ist ja ein gutes Zeichen. Hm. Ich lese hier auch im Trailer, einer der genialsten und aufschlussreichsten Dokumentarfilme über einen Rockstar. Kannst du dazu stimmen? Ja, kann ich. Okay. Ich muss auch unbedingt noch was zu den Frauen sagen. Mhm. Also der Film an den Stellen, wo es halt Spaß macht, aber trotzdem halt immer so eine Wehmut mit drin ist. Es hangelt sich so auch an seinen Freundinnen entlang, die ganze Storyline. Sagt man Storyline bei Dokumentation? Ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ja, und also seine, ich weiß nicht, seine erste war es wahrscheinlich nicht, aber er war liiert mit Kylie Minogue. Oh, okay. 89 bis 91 war das, glaube ich. Und die hatten halt total viel Spaß, weil die beide so im Vordergrund standen, sehr jung, ne? Mhm. Waren. Kylie war da 21, habe ich mal nachgeguckt. Er war ein bisschen älter. Die haben halt wirklich ja Spaß gehabt, sagen wir mal. Ne? Und haben das Leben genossen. Aber also auch schöne Momente in dieser Doku. Genau. Und dann Helena Christensen. Sagt ihr das was? Model? Müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, ja, ich habe den Namen schon mal gehört, aber... Das war dann gleich die nächste. Mit der war er auch länger zusammen. Und das zerbrach dann wieder. Und im Endeffekt, die wirst du vielleicht kennen, Paula Yates oder auch Paula Geldof. Ah ja. Also die Ex-Frau von Paul Geldof. Bob Geldof. Nein, Paul. Entschuldigung. Von was hast du gesagt? Ich bin jetzt von Paula auf Paul, aber Bob. Paul, nee, Bob. Ja, ein genau. Live-Aid-Typ. Mit dem hat sie dann auch noch ein Kind gehabt. Mhm. Ja. Also sie, ja. Er hatte dann mit ihr ein Kind. Ja, ja, jetzt habe ich gerade hier gleichzeitig. Und sie ist ja auch tragisch geerntet, ne? 2000 ist sie irgendwie, ich vorhin gerade nachgelesen, hat sie sich eine Überdosis gesetzt. Eieiei. Ja, deren Kind ist übrigens interessant, hieß Tiger Lily Hutchins Geldof. Heißt, die Kleine lebt zum Glück noch. Ui. Ja, aber alles sehr tragisch und traurig, aber wie du gesagt hast, ist es doch dann auch, gibt es auch schöne Momente und die Musik kommt auch, hat auch einen großen Teil. Also wenn man jetzt halt als wie ich relativ unwissender da reingeht, habe ich danach auch ein bisschen Plan von dieser Band und so, oder? Ja, bestimmt. Wenn du diese Dokumentation anguckst, wirst du hinterher die Musik anders hören. Also mir geht es so. Okay, cool. Ich habe es jetzt davor leider halt noch nicht so viel gehört, deswegen weiß ich nicht, ob ich sie dann anders höre, aber klingt für mich spannend. Ich mag ja solche Rockstar- oder generell Musikdokumentationen. Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen und du klingst ja auch relativ überzeugt und begeistert, ja? Ja, ich finde es schon. Ich bin überrascht, dass es hier nur 7,4 auf IMDb hat von 10. Mhm. Ja, apropos Wertung. Ich meine, wenn du kannst noch gerne loswerden, was du so, was dir noch einfällt oder was du dazu noch sagen willst. Sonst machen wir hier auch noch eine kleine Bewertung, wenn du Lust hast, von 0 bis 5 Sternen und noch eine Zielgruppe darfst du auch noch gerne definieren. Also ich gehöre schon mal dazu. Das ist super. Ja, ich glaube, ich will auch noch was loswerden. Sehr gerne. Also erstmal habe ich noch gesehen, du sagtest ja schon, es wird sehr hoch bewertet und es hat ja tatsächlich, also diese Dokumentation hat ja auch einen Preis bekommen, ne? Und zwar war sie auch nominiert als beste Dokumentation beim Australian, jetzt habe ich das abgekürzt, Off Cinema, Off Cinema and Television Arts Award. Und hat dann den Preis bekommen für die besten Score, war das, glaube ich. Oh Gott, jetzt will ich das extra erzählen und habe es hier hingeschrieben. Ich trotte, ja. So ist das dann, wenn man das will. Okay, also er wurde auf jeden Fall nominiert als beste Dokumentation. Und
ja, du wirst auch, wie gesagt, und alle werden dabei, das wird euch nicht langweilig sein, weil es halt auch tolle Techniken angewendet werden. Ne? Es gibt da mal so Split-Screens, weißt du, dass in der Mitte halt so ein Cut gemacht ist, mhm, und gleichzeitig parallel das Leben von zum Beispiel seiner Freundin Kylie und ihm auf den Bühnen gezeigt wird, wo man dann auch sieht, wie zerrissen das ist. Ne? Sie ist irgendwie in Tokio und er in Belgien. Und, naja, kann man sich vorstellen. Mhm. Also ist der visuell auch ansprechend und kreativ und jetzt keine trockene, weiß ich nicht. Nee, absolut, absolut. WDR, keine Ahnung, 12 Uhr nachts Doku, wo einfach nur so ein paar Talking Heads interviewt werden und die dann einfach ihren Senf dazu geben, sondern der ist auch visuell schön anzuschauen, genau, oder? Kann ich mir vorstellen. Also im Trailer zum Beispiel, der Trailer sah für mich auch schon sehr ansprechend aus, weil jetzt irgendwie so diese Live-Aufnahmen und so, das sah alles irgendwie ziemlich stimmig und überzeugend aus für mich, ja. Hm. Ich fand ihn auch sehr ehrlich. Also im Gegensatz dazu, ich habe gestern hier diese Depeche Mode Doku gesehen. Ah ja, da gibt es auch eine neue, gell? So was Neues. Das gibt es auf Arte im Moment. Mhm. Oh, das war dann schon eher so Fanservice gestern, ne? Also so alles schön und toll und da war irgendwie gar nichts über die Band. Das ist halt ein krasser Unterschied hier zu dieser Dokumentation. Also es ist nicht nur Abgefeiere und hier geiler Typ, sondern es geht auch um die Abgründe und ja. Ja, absolut. Und was halt, was mich so ein bisschen gestört hat und deshalb kriegt es von mir keine vollen 5 Sterne. Zum Ende hin sind die Kommentare doch sehr, also die Kommentatorinnen, ja, die da so zu Wort kommen, wie zum Beispiel seine Mutter, hacken doch dann irgendwie sehr darauf rum, dass die Paula mit schuld ist und ihn mit in den Sumpf gezogen hat und es wird dann so einseitig. Ja, okay. Also vielleicht gab es dann auch einfach keine anderen Stimmen, ne? Das kann natürlich sein, aber das hat mich ein bisschen gestört. Da hätte ich gerne, ja, eine etwas wertfreiere oder mehr Blickwinkel mir einfach gewünscht, ja. Und deshalb bin ich bei 4,5 Sternen. Okay. Ja, cool. Wo ich gesehen habe, dass die Doku kommt, wie gesagt, ich mag solche Musiker-Biopics, also ist ja kein Biopic, ist ja eine Dokumentation, aber dadurch, dass ich von dieser Band jetzt eigentlich zu wenig weiß, dachte ich mir, ich schaue sie mir eh an, aber jetzt, nachdem du da so begeistert bist, werde ich es auf jeden Fall machen. Mhm. Vielen Dank. Ja, du hast mich noch gefragt, wer sich das angucken kann. Mhm. Soll ich das noch schnell sagen? Auf jeden Fall. Also nicht nur du, natürlich, sondern es ist auch, also auch wer die Band nicht kennt und auch vielleicht damals noch gar nicht geboren war, das soll es ja geben, es spielen halt auch in den Kommentaren viele mit, die man einfach auch kennt. Also Kylie Minogue zum Beispiel, ne? Da sagtest du ja auch, also die kennt wahrscheinlich auch heutzutage jeder noch, Bob Geldof und so weiter. Also es ist U2, Bono, heißt der Bono, der Frontmann, ja, der kommt auch zu Wort. War ja damals auch mit ihm in Kontakt. Auf jeden Fall total spannend und wer sich für Dokumentationen und für Musik und ja auch für Depressionen interessiert, sollte sich diesen Film anschauen. Okay, ja, dann vielen Dank für deine Zeit, dass du den Film für uns gesehen und besprochen hast und ich verabschiede mich schon mal. Du hast, glaube ich, auch noch einen anderen Filmpodcast oder so, hast du mal erzählt? Nicht ganz. Oh. Ich bin eine der 3 Frauen vom Comic-Klatsch. Ah, Comic, noch besser. Ja, genau. Ich bin heute einfach nicht gut vorbereitet, um Gottes Willen. Um ich Gott. Hörte, du hast auch was damit zu tun. Ich hörte, du hast was mit Comics zu tun. Ja, wir sind 3 Frauen N Comics, also N wie natürliche Zahl. Aber unter Comic-Klatsch findet man uns und ich bin außerdem ja Literaturbloggerin. Ich blogge über Comics und Fantastik auf Booknapping. Ja, sehr cool. Da schaue ich dann doch auch gleich mal vorbei, weil Musik, Comics und Filme sind meine 3 Leidenschaften. Ach Gott, ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, herzlichen Dank. Tschüss.